Die wichtigste Erkenntnis war, dass die Leitung unbedingt dahinter stehen muss, dass der Auftrag von der Leitung kommen muss, damit es auch weiter im Unternehmen dann platziert werden kann. Weitere Erkenntnis war, dass man professionelle Unterstützung braucht, einfach Hilfestellung, wenn man diesen Weg beschreitet. Und noch ein dritter wichtiger Punkt ist, dass man ein internes Marketing hat, dass man die Mitarbeiter mit einbindet, regelmäßig informiert, damit das Thema immer präsent ist. Wir haben durch das BELEF-Projekt ein BGM, also ein betriebliches Gesundheitsmanagement, aufgebaut. Das heißt BGM rund um gesund. Dort haben wir drei Bereiche aufgestellt und gesagt, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, der Mitarbeiter im Mittelpunkt steht und wir ihm Angebote machen können. Aber auch ganz wichtig ist, dass er seine Haltung, das muss er selber bearbeiten. Also für einzelne Punkte, die wir jetzt schon etabliert haben, gab es positives Feedback, wie zum Beispiel ein persönliches Gesundheitsbudget, das wir eingeführt haben. Und das ist ja wichtig, was ich meinte schon mit dem Marketing, dass man über die Themen berichtet und natürlich auch immer wieder neue Leuchttürme setzt, um das Thema wieder in den Blickpunkt zu rücken. Es ist ganz wichtig, ein Gremium zu etablieren, das möglichst aus vielen verschiedenen, also Personen von vielen verschiedenen Ebenen besteht, damit eben das Thema breit aufgestellt ist. Dann ist es auch wichtig, eben sich professionelle Hilfe zu holen. Berater, sei es von der Krankenkasse oder eben über Diakonisches Werk, gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Und auch ganz wichtig, eben immer wieder darüber zu berichten und die Mitarbeiter mitzunehmen. Und Freude bei der Arbeit zu haben und beim Gesundheitsmanagement ist auch sehr wichtig.